Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kürzlich durfte ich Ihnen die gewalzten Lussardi-Teigwaren vorstellen, die seit einiger Zeit bei uns in der Traiteurabteilung erhältlich sind. Die Teigwaren erkennt man sofort am besseren Biss. Sie haben mehr Geschmack und sind dank der speziellen Frischhaltepackung problemlos 14 Tage im Kühlschrank haltbar. Besonders empfohlen sind die Frischteigwaren aber auch für ganz feine Gerichte. Und vielleicht haben Sie inzwischen das Rezept vom Chef vom exklusiven Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Armin Amrain, ausprobiert. Er hat heute einen weiteren Rezeptvorschlag für Sie parat. Grüezi miteinander. Heute empfehle ich Ihnen Fettuccine, Sweet and Sour mit Dorschfilet in Sesam braten. Sojasauce, Essig, Zucker, Sake oder Weisswein, Salz, Bouillon und Ketchup aufkochen, mit dem angerührten Maizena leicht binden. Blanchierte Zwiebeln und Peperoni zusammen mit Ananaswürfeln in der Soße beigeben. Fettuccine im Salzwasser mit einem bisschen Olivenöl al dente kochen und in einem Sieb abtropfen. Das Dorschfilet mit Salz, Pfeffer würzen und im Sesam wenden. Und im heißen Anken goldbraun braten. Wenn es soweit ist, Fettuccine mit der Soße vermischen und zusammen mit dem Dorschfilet auf den vorgewärmten Teller anrichten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Ausprobieren und einen guten. Bestimmt hat sie auch das zweite Rezept, das Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock für uns gekocht hat, lustig gemacht. Und warum nicht gerade morgen zum Beispiel selber ausprobieren? Lussardi Frühsteigwaren als Fettuccine oder Tagliatelle kommen Sie, wie gesagt, in allen Coop-Traiteurabteilungen über. Da und dort auch in den Spezialitäten Al Papavero und Al Pomodoro. Neu unter der Marke Lussardi sind jetzt übrigens auch verschiedene Frühspitzen erhältlich. Reich beleidigt mit Pilz, Schinken, Artischocken, Käse oder Speck. Auch diese Spezialitäten möchte ich Ihnen ganz speziell empfehlen. Mozzarella. Alle kennen ihn, aber nur die wenigsten wissen, wie vielfältig der feine Frischkäse aus nicht entrahmter, pasteurisierter Schweizer Milch ist. Vom kleinen Apero über herrliche Antipasti, feine Salat, köstliche Hauptgerichte bis zum krönenden Dessert lässt sich der Mozzarella schneiden, würfeln, reiben und raspeln. Das Rezept für die lustigen Gerichte mit Mozzarella Mario, wo wir Ihnen gerade jetzt gezeigt haben, können Sie mit einem frankierten und an Sie adressierten Gouvert im Format C5 direkt bei Emmy in Luzern gratis Cola. Wenn jetzt der Eindruck entstanden ist, bei Coop gäbe es bald nur noch Pizza, Fettuccine, Tagliatelle oder Mozzarella, dann täuscht das. Auch die heimische Kost ist nach wie vor en vogue. Nach dem vollbiologischen Burger von Galactina's Best gibt es jetzt einen neuen Galactina-Burger aus rein biologischem Anbau und mit echtem Bio-Emmentaler. An der Zubereitung hat sich nichts verändert. Scheiben für Scheiben abschneiden, goldgelb braten oder panieren und mit einer Beilage servieren. Und in wenigen Minuten ist auch mit dem neuen Galactina-Burger aus rein biologischem Anbau und mit Bio-Emmentaler ein feines und vollwertiges Menü für gross und klein parat. Der neue Burger von Galactina's Best, leicht, naturgemäß und praktisch und mit den Knospen garantiert biologisch. Und bei uns geht es weiter mit den Aktionsangeboten. Der 500 Gramm Butterzopf kostet bei Coop nur 2,60. Alle Coop Chantilly und Coop Light gibt es im Duplo für nur 1,20. 10 Goldstar, Eismilchlutscher, Vanille, Erdbeer oder Schokolade kommen Sie über für nur 3,90. Und im Coop-Restaurant steht Kaninchenragout mit Maisschnitten und Gemüsebrunoise für 9,80 auf der Karte. Mitte Juni dürfen wir, ja, muss man eigentlich schon fast ein bisschen an die Ferien denken. Und wer je in die Ferien verreist ist und den Föhn zu Hause vergessen hat, der weiss, wie ärgerlich das kann sein. Solche Pannen sollte es von jetzt an eigentlich nicht mehr geben. Coop offeriert Ihnen nämlich ein Reiseföhnset mit diversem Zubehör in einer praktischen Tasche für unglaubliche 17 Franken. Das Föhnset von Satrap gibt es in verschiedenen Farben und passt darum bestimmt auch in Ihr Gepäck. Und das ist schon wieder der letzte Beitrag für heute. In einer Woche machen wir zusammen mit Dilsiter einen Ausflug in die Ostschweiz. Und Sie sollten das Coop-Studio dann auf keinen Fall verpassen, weil es gibt schöne Bahn- und Schiffsreisen zu gewinnen. Bis dann, auf Wiedersehen!